Die Tagesschau, meine Damen und Herren, guten Abend. Auch heute ganz im Zeichen von Corona. Wer ist Corona-immun? Mit Antikörpertests wollen Schweizer Forscher Hinweise auf den weiteren Verlauf der Pandemie erhalten. Die Behörden sind diesbezüglich optimistischer als auch schon. Die schlimmsten Prognosen, die vor Wochen gemacht wurden, sind sicher nicht eingetreten. Armee gegen Zivilisten. Die Corona-bedingte Ausgangssperre in Südafrika verschärft die sozialen Spannungen. Boni und Dividenden, als wenn nichts wäre. Trotz Corona-Krise und wirtschaftlichen Schwierigkeiten scheint es da kaum ein Umdenken zu geben. Neuentdeckung einer Stadt. Fotos des Touristentummelplatzes Venedig in Zeiten von Corona. Eine Kaltfront bringt Wolken, Regen und am Abend stellenweise Schnee bis ins Flachland. Das grassierende Coronavirus dominiert seit Wochen unseren Alltag. Jetzt rücken zwei Fragen mehr denn je ins Zentrum. Wie viele Menschen sind infiziert, zeigen aber keine Symptome, werden also nicht krank? Und ist man nach überstandener Krankheit tatsächlich immun gegen Covid-19? Antworten könnten helfen für den Umgang mit der Pandemie. Deshalb werden auch in der Schweiz wird nach Antworten geforscht. Etwa im Labor von Professor Antonio Aguzzi am Universitätsspital Zürich. Dies Bilder von 2017. Heute ist das Labor abgeschottet. Das Personal arbeitet mit Schutzausrüstung, schiebt derzeit Nachtschichten. Aguzzi erreichen wir per Videotelefon. Infektiologen, die meinen, dass es einen asymptomatischen Verlauf praktisch nicht gibt. Das heißt, dass alle Leute, die das Virus mit dem Virus infiziert sind, irgendeine Form der Erkrankung bekommen, vielleicht auch nur eine milde, aber dass niemand wirklich verschont bleibt. Aber es gibt auch andere Meinungen, die besagen, dass bis zu 90% der infizierten Menschen gar keine Erkrankungserscheinung haben. Die Antwort darauf liegt im Blut, denn hier zeigen sich nach einigen Tagen Antikörper. Mit ihnen wird also eine frühere Infektion nachgewiesen. Ob sie auch immunisieren gegen Corona, ist noch offen. Also ich glaube, es ist 99% wahrscheinlich, aber in diesen Dingen ist es besser sicher zu sein. Deshalb werden am Universitätsspital Zürich nun alle Patientinnen und Patienten auf Antikörper getestet. Sie erhalten aber kein Resultat. Die Studie ist anonymisiert. Andere Labors starten in diesen Tagen ebenfalls Bluttests auf Antikörper. Gestern erfolgten gemäß Tagesanzeiger erste Lieferungen von Testmaterial. Laut dem Importeur an Spitallabors. Das Bundesamt für Gesundheit will die neuen Tests in die Strategie gegen das Virus einbinden, wie Daniel Koch heute sagt. Die werden dann auch angewendet werden, um herauszufinden, ob jemand die Krankheit schon durchgemacht hat oder nicht. Und da gibt es auch noch keine Regelung. Sie werden aber sicher, mit Sicherheit, sobald sie genügend verfügbar sind, breit angewendet werden. Auch mit solchen Schnelltests sollen sich Antikörper im Blut nachweisen lassen. Wie zuverlässig sie sind, ist umstritten. Von privaten Käufen über das Internet wird abgeraten. Während die Forschung mit Hochdruck an einem Mittel gegen das Virus arbeitet, vermelden die Behörden heute einen weiteren Anstieg der Fallzahlen. Laut Zahlen der Kantone haben sich bis jetzt 13.862 Menschen infiziert in der Schweiz. Das sind 659 mehr als gestern. 257 Personen sind inzwischen laut diesen Zahlen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Die Behörden betonen jedoch, die medizinische Versorgung funktioniere. Die Situation in den Spitälern, weniger schlimm als noch vor kurzem befürchtet. So die Einschätzung der Behörden am Tag 13 der außerordentlichen Lage in der Schweiz. Die schlimmsten Prognosen, die vor Wochen gemacht wurden, sind sicher nicht eingetreten. Ärztinnen und Ärzte hätten die außerordentliche Situation bisher einigermaßen unter Kontrolle. Wichtig sei, dass der Import dringend benötigter Schutzausrüstung, wie etwa Masken, wieder weitgehend funktioniere. Die Lage hat sich generell entspannt. In Deutschland bestehen keine Einschränkungen mehr beim Export. Die Waren sind entweder unterwegs oder schon in der Schweiz. Die Probleme in Frankreich und Italien sind ebenfalls teilweise gelöst. Angespannt, aber stabil sei die Situation auf den Intensivstationen. Im Moment sind 280 Patienten
unter einem Beatmungsgerät. Und das ist für eine Schweiz doch enorm viel. Und wenn man sich das vorstellt, das sind 280 Patienten, die um ihr Leben kämpfen und Hunderte von Pflegenden, die das ermöglichen. Noch hätten Intensivstationen Kapazität für zusätzliche Patienten. Damit es zu keinem Engpass kommt, gilt aber weiterhin Abstand halten und zu Hause bleiben. Bleiben Sie zu Hause, bitte. Alle. So steht es zurzeit auch auf Plakaten in der Stadt Zürich. Zu Hause bleiben und Abstand halten rät zwar der Bundesrat, trotzdem ist Rausgehen nicht strikt verboten. Was tun also, wenn einem daheim die Decke auf den Kopf fällt, man aber keinen großzügigen Garten hat, in dem man sich draußen aufhalten kann? Ein Dilemma. Auch an diesem Wochenende hat es die Menschen trotz Corona nach draußen gezogen. Senta Keller hat in Luzern nachgefragt, warum. Die Seepromenade in Luzern heute Nachmittag. Ziemlich voll. Ich habe gedacht, ja, eigentlich weniger. Ja. Aber eben, die anderen denken auch, dass sie raus müssen. Und der Bundesrat aber sagt, man sollte daheim bleiben. Ja, wenn ich nur immer daheim bleibe, ich denke, das wäre auch nicht gesund. Immer daheim bleiben ist einfach unrealistisch mit Kind. Ich finde schon, dass man grundsätzlich daheim bleiben sollte, von daheim aus arbeiten und so weiter. Aber wie gesagt, die Bewegung tut einem einfach gut und es ist ja nicht verboten. Nein, wir sind ständig daheim. Nehme ich sehr ernst. Aber man kann nicht 24 auf 24 Stunden daheim sein. Wir wollten ein Klassengewässer in Luzern. Wir wollten ein bisschen raus und ein bisschen laufen. Wir sind normalerweise eigentlich immer im Fitness. Aber heute haben wir gedacht, es ist schönes Wetter. Das müssen wir genießen. Und darum sind wir hier schön am Rotsee ein bisschen trainieren. Und am Rotsee ist dafür auch genügend Platz. Wir suchen uns eigentlich schon ein kleines Plätzchen, wo nicht allzu viele Leute sind. So jetzt wie hier. Nur rumhocken auf dem Sofa, tut dem Körper nicht gut. Wir sitzen die ganze Woche daheim im Homeoffice und dann ist es wichtig, dass man ein bisschen Abwechslung in den Alltag hineinbringt. Und überlegt man sich schon, ja, was kann man machen. Und dann ist einfach ein Spaziergang etwas noch vom Besseren, das die Farbe ins Leben noch bringt. Ja. Und manche treffen sich sogar geschäftlich mit genügend Abstand. Wir müssen auch Schriftlichkeiten austauschen. Wir müssen ja, da eigentlich auf dem Bank Papier anschauen, hin und her schieben. Und wer zu eng sitzt, bekommt es mit der Polizei zu tun. Die weist eine kleine Gruppe nach einer ersten Warnung vom Platz. Für Italien war es heute erneut ein schwarzer Tag in der Corona-Krise. Die Zahl der Corona-Toten steigt heute auf über 10.000. In keinem anderen Land wütet das Virus stärker als in Italien. Innerhalb von nur einem Tag meldet der Zivilschutz heute 889 weitere Todesopfer. Seit Beginn der Pandemie sind damit in Italien bereits 10.023 Menschen an den Folgen der Viruserkrankung gestorben. Wegen der anhaltenden Corona-Krise hat Italiens Regierung heute die Einreisebestimmungen weiter verschärft. Was ist eigentlich mit Afrika in Bezug auf Covid-19? Mittlerweile gibt es fast in allen afrikanischen Ländern Corona-Infizierte. Stark betroffen sind nordafrikanische Länder wie zum Beispiel Ägypten, Algerien und Marokko. Wobei diese Zahlen zu hinterfragen sind. Nicht alle afrikanischen Länder testen umfassend. Die WHO warnt deshalb, dass die Fallzahlen auf dem afrikanischen Kontinent bald rapide steigen könnten. Von allen afrikanischen Ländern hat Südafrika die höchste Fallzahl. Bis heute sind 1170 Infizierte gemeldet. Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, gilt in Südafrika seit Donnerstagnacht, eine Ausgangssperre. Nicht einmal mehr mit dem Hund spazieren gehen ist erlaubt. Das Militär soll diese Ausgangssperre überprüfen und durchsetzen. Kein einfaches Unterfangen. Wer unterwegs ist, wird angehalten. Um Polizei und Militär kommt man in diesen Tagen kaum herum. Wer rumlungert, wird weggewiesen. Doch viele wissen gar nicht, wohin sie gehen können. Einkaufen ist noch erlaubt, allerdings darf nur noch das Nötigste angeboten werden. Alkohol und Zigaretten gehören nicht dazu. 2 Meter Distanz sollten eingehalten werden. Doch Social Distancing hat sich besonders in den ärmeren Regionen noch längst nicht durchgesetzt. Präsident Cyril Ramaphosa appelliert in Soweto an die Bevölkerung. Das ist eine Dankesmission, eine lebenserhaltende Mission.
eine Lebensrettungsmission und es ist eine lebensgebende Mission. Die Ansage des Präsidenten ist klar, doch die Durchsetzung der Maßnahmen erweist sich als schwierig. Die Kurve der Infizierten in Südafrika steigt rasant. Dem Land stehen schwierige Wochen bevor. Rasant dürfte sich das Virus vor allem dort ausbreiten, wo die Lebensumstände besonders schwierig sind. 58 Millionen Menschen leben in Südafrika. Die Hälfte der städtischen Bevölkerung wohnt in illegalen Slums und Townships. Dort ist Social Distancing und Zuhausebleiben praktisch ein Ding der Unmöglichkeit. Dass die Regierung harte Maßnahmen androht, für jene, die gegen den verordneten Lockdown verstoßen, beeindruckt in den Slums die wenigsten. Christina Karrer berichtet aus einem der größten Slums bei Johannesburg. Maske vor dem Gesicht, zwei Personen pro Auto, die Journalistin auf dem Hintersitz. So ist heute unterwegs, wer sich noch bewegen darf. Das sind wenige, wie das Straßenbild zeigt. In den Wohlstandsquartieren wartet man die 21 Tage in den Villen ab. In den Slums ist niemand zu Hause wie verordnet. Wer Geld hat, geht einkaufen. Lucky Kumele ist 22 Jahre alt. Der Tagelöhner macht sich Sorgen. Wir arbeiten 3 Tage pro Woche. Wir haben keine Ahnung, ob wir noch bezahlt werden. Der Besitzer der Hütte erscheint. Er will die 30 Franken Monatsmiete. Er kann nicht zahlen. Das ist mir egal. Ich will mein Geld. Kumele konnte den Besitzer hinhalten. Mit seiner einzigen Seife am einzigen Wasserhahn für Hunderte von Menschen wäscht er erstmals die Hände. Ich wasche sie normalerweise 2-mal täglich. Aber Sie wissen, dass wir sie nun häufig waschen sollten. Ja, ich weiß. Und, ist das möglich? Nicht immer. Wir vergessen es oft, weil wir es nicht automatisch tun, wenn wir nach Hause kommen. Das Thema Hygiene nehmen vor allem die Taxifahrer ernst. Sie desinfizieren sogar uns. Sie dürfen ab heute nur zu bestimmten Stunden am Tag jene transportieren, die arbeiten müssen. Ich begrüße den Lockdown. Die Leute halten sich jedoch nicht daran und bewegen sich weiterhin. Die im Lockdown gesetzlich verordneten Verhaltensregeln wie Social Distancing sind in Townships und Slums reine Theorie. Wie ist es, das Leben nach der Pandemie? Ein Blick in die chinesische Stadt Wuhan schafft etwas Hoffnung. Die Stadtregierung hat jetzt das Coronavirus-Risiko von hoch auf mittel herabgestuft. Inzwischen fahren wieder erste Busse und Metros durch die Stadt. Banken und Läden haben wieder geöffnet und die Menschen dürfen sich wieder frei in den Straßen bewegen. China kehrt langsam zur Normalität zurück. Selbst in der Stadt Wuhan, wo sich die Corona-Pandemie zuerst ausbreitete, kommt das öffentliche Leben wieder in Fahrt. Die Provinz Hubei ist seit heute wieder für Reisende geöffnet. Es wurden heute keine neuen Fälle gemeldet in Hubei. In der ganzen Provinz gibt es keine Verdachtsfälle. Das chinesische Staatsfernsehen verbreitet Bilder von geheilten Patienten. Sie sollen den Sieg über das Virus demonstrieren. Alle neuen Fälle in China kämen jetzt aus dem Ausland. Ganz Festland China hat am 27. März 54 neue Fälle gemeldet. Alle sind importiert. Die Landwirtschaft wird nach mehreren Monaten Pause wieder hochgefahren. Wie zum Beispiel hier auf einer Teeplantage in der Provinz Shandong. Wir setzen alles dran, dass wir die Nachfrage für die Frühlingsproduktion im Distrikt Laoshan decken können. Der Kampf gegen das Virus soll eine Erfolgsgeschichte bleiben. Wer Chinas Umgang mit der Pandemie kritisiert, ist unerwünscht, wie diese 3 Korrespondenten von amerikanischen Zeitungen. Sie mussten das Land verlassen. Restaurants, Bars, Betriebe, Geschäfte, Industrie, alles geschlossen bis auf Weiteres, fast rund um den Globus, ächzt die Wirtschaft unter den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Die Weltwirtschaft steht vor der größten Krise der jüngeren Geschichte. Trotzdem werden auch in Zeiten von Corona munter Boni und Dividenden ausbezahlt. Spitzenreiter bei den Boni dieses Jahr, Severin Schwan, CEO von Roche, mit 15 Millionen Franken. Brauchen die Firmen in der Corona-Krise dieses Geld jetzt nicht für die kurzfristige Liquidität? Corona bringt vieles zum Erliegen, den Bonifluss aber offenbar nicht. Roche-Generalversammlung ohne Publikum, ein Zeichen der Corona-Krise. Wenn es aber um Boni und Dividenden geht, scheint es bei den größten Schweizer Firmen kaum eine Krise zu geben.
Bisher zumindest hätten die Firmen bei den Vergütungen kaum auf die neue Situation reagiert, sagt Stefan Hostetler, welcher die Boni der Topmanager jedes Jahr untersucht. Was wir im Moment beobachten, ist nicht, dass in der breiten Masse jetzt Bonuszahlungen aus dem 19 gekürzt werden. Die meisten haben schon ausbezahlt. Falls Liquiditätsengpässe da sind, kann man sich überlegen, eine Rückstellung zu bilden und später auszuzahlen, aber das beobachten wir so nicht. Der Chef der Finanzmarktaufsicht FINMA fordert die Banken und Versicherungen hingegen zur Bescheidenheit bei den Ausschüttungen, insbesondere der Dividenden, auf. Das sei nun eine Frage der Solidarität. Was wir nicht wollen, ist später im Jahr zurückzuschauen und sagen, wir hätten wirklich uns erwünscht, dass diese Milliarden werden nicht im Frühling ausgeschüttet wurden. Es ist kein Verbot, es ist gewissermaßen ein Appell. Kein Gehör findet dieser Appell bei den Großbanken. Die UBS schreibt: Die UBS hat eine starke Kapitalbasis und ist strategisch gut aufgestellt, was in diesen schwierigen Zeiten wichtig ist. Zu einzelnen Fragen äußern wir uns nicht. Die Credit Suisse schreibt: Wir pflegen eine nachhaltige Dividendenpolitik und werden an der bestehenden Praxis weiterhin unverändert festhalten. Einzelne Firmen haben ihre Dividenden aufgeschoben oder gestrichen. Es sei nun wichtig, dass trotz der ausfallenden GVs Druck auf die Geschäftsleitungen gemacht werde, sagt Vincent Kaufmann von der Stimmrechtsvertretung Ethos. Wir sind Vertreter von Aktionären, aber wir sind langfristige Aktionäre. Und wir müssen auch verstehen, dass vielleicht dieses Jahr die Unternehmen müssen nicht zu generös sein und die Reserven behalten müssen. Boni und Dividenden in Zeiten der Corona-Krise. Klar ist, in harten Zeiten stünde besser da, wer mehr auf die Seite gelegt hat. Seit das Coronavirus grassiert, ist irgendwie nichts mehr wie vorher. Existenzielle Fragen bestimmen jetzt unseren Alltag. Was ist wichtig im Leben und worauf kann oder muss man verzichten? Sicher aufs Reisen, wie sich derzeit auch im sonst touristisch so belasteten Hotspot Venedig zeigt. Wo sich sonst massenhaft Touristen tummeln, zeigt sich die Stadt jetzt menschenleer und eigentlich in ihrer ursprünglichen Schönheit. Die Rialto-Brücke, der Canale Grande, menschenleer und still, eine Ruhe schön und beklemmend zugleich. Das findet auch der Mann, der diese Bilder gemacht hat. Leo Schubert, ein Schweizer Architekt, der seit 25 Jahren in Venedig lebt. Man entdeckt wieder eine Stadt, die man vergessen hatte. Und andererseits geht man den Menschen aus dem Weg. Und das ist sehr schade, weil Venedig eine sehr soziale Stadt ist, so gebaut ist, dass man sich auf den Plätzen, in den Gassen, auf den Brücken trifft und miteinander spricht, wobei jetzt jeder fast ein schlechtes Gewissen hat, das Haus zu verlassen. Die Leere bringt die Schönheit der Stadt, der Architektur zum Vorschein. Es ist ein Blick auf die Stadt, wie sie früher einmal war, bevor sie zum Sinnbild des schnellen Tourismus, der globalen Mobilität wurde. Es ist ja wirklich paradox, dass eigentlich eine funktionierende Fußgängerstadt, die alle Dienstleistungen auch im Umkreis von wenigen Gehminuten bietet, dass gerade diese Stadt der Hotspot der internationalen Globalisation geworden ist. Dass man jetzt aus der ganzen Welt hierher kommt, nur ganz wenig Zeit, ein paar Stunden hier zu verbringen, ganz banale Sachen macht, ein Cappuccino trinkt, eine Pizza isst, ein Selfie macht und dann wieder wegreist. Kehrt Venedig nach dieser Stille wieder zur Normalität zurück, wird wieder zum touristischen Durchlauferhitzer oder führt die Corona-Krise zum Umdenken? Fragen sich die Menschen nicht nur in Venedig. Und zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. In der kommenden Nacht werden die Uhren auf Sommerzeit umgestellt. Das heißt, um 2 Uhr werden die Uhren eine Stunde vorgedreht auf 3 Uhr. Corona hin oder her. Zuerst wünschen wir jetzt aber einen gemütlichen Samstag zu Hause. Gleich mit Meteo, dem Wort zum Sonntag, und danach mit Zusammen daheim
aus den Schweizer Stuben. Wir sind danach zurück, unter anderem mit einer Reportage aus Paris, wo die Zahl der Covid-19-Patienten rasant ansteigt und die Spitäler längst an ihre Grenzen stoßen. Notfallärzte fordern nun, dass Patienten ausgeflogen werden in weniger betroffene EU-Länder. Mehr dazu dann kurz vor 22 Uhr bei uns. Schönen Abend Ihnen, bleiben Sie gesund und bleiben Sie daheim.